Da waren es nur noch vier Teilnehmer um den Heinz-Dieter-Heusing-Pokal. Werder Bremen, Bayern München, Hamburger SV oder Mainz 05. Das sind die vier Kandidaten, die noch im Rennen sind um den begehrten Pott. Und in diesem Spiel, das kann man glaube ich sagen, sind klarer Favorit die Bayern. Mal abgesehen von den Aktien heute Morgen, so nennen wir es jetzt einfach mal 0-5 gegen Borussia Dortmund. Ich glaube schon, dass da ein bisschen halbe Kraft dabei war, haben sie im Bernsteiger Turnier gespielt. Und das ist ganz heißer Kandidat zum Thema Spieler des Turniers. Wird da die Bayern jetzt erstmal in Führung gehen durch Denzil Barzak mit der Nummer 8. Eingeleitet in der Entstehung von Jan Herrmann. Und der, wie gesagt, ist ein ganz heißer Kandidat beim Thema Spieler des Turniers. Eben richtig aufgedreht im Viertelfinale. Auch die Bremer ja hier mit einer wirklich guten Leistung. Haben sich immer wieder zurückgekämpft, waren sehr unangenehm zu spielen. Setzen sich dann zweimal im 9-Meter-Schießen durch. Und da ist der Ausgleich, 1:1. Treffer zählt und es war Malik Memisevic. Die Bremer Fribble Cup Lebensversicherung, so kann man sie bezeichnen. Er hat sie im Turnier gehalten mit seinen Treffern. Alleine gegen Wolfsburg zum Doppelpack. 0-2 zurückgelegen, dann kam er zweimal. Ja, mit 7 Toren im laufenden Wettbewerb in der Regionalliga erfolgreich. Die Veteraner da auf Platz 3. Die Bayern aber auch eine starke Hallenmannschaft. Letzte Woche beim großen Norit Cup in Dettelbach bis ins Endspiel vorgedrungen, verloren dort mit 1:3 gegen Köln. Nächste Möglichkeit hier durch Hollerbach. Also wieder Benedikt Hollerbach. Wieder Maß genommen. Jakob Meier. Im Tor der Bayern. 3 gegen 2 Überzahl. Guter Schussversuch. Ball ist noch im Spiel. Da wieder Memisevic. Freistoßentscheidung korrekt. Foulspieler an Mike Nawrocki. Kapitän bei den Norddeutschen. Das Duell, das Foulspiel an der Bande. Falsche Entscheidung. Überzahl jetzt, wenn es schnell geht. Und das Tor, findet das Tor Werder Bremen. Luis Posanski mit der Nummer 2. Oh, und jetzt wird spannend. Also ist noch genug Zeit. Es ist kein Grund, panisch hektisch zu werden.
aber es ist bockspannend, wie der FC Bayern damit umgeht. Bleiben Sie entspannt oder werden Sie nervös? Kein Verein mehr aus Nordrhein-Westfalen dabei und es gibt eine 2-Minuten-Strafe für Mert Artis. So, für Bayern durch die Riesenmöglichkeit, das Ganze jetzt wieder auf 2-2 zu bringen, wenn sie die Überzahl vernünftig und sauber ausspielen. Wir beobachten das. Also Ball laufen lassen jetzt wichtig. Ja, diese Pässe gegen die Bande bringen da wenig, weil sie Zeit kosten. Ball jetzt aber gut rüber gespielt. Das ist mal wieder Jan Herrmann und zweimal mit dem Versuch. Er trifft nicht. Der Kanzmeier ist ja auf dem Weg zum Kommen des Turniers. Hat die 9-Meter-Schießen schon entschieden. Ich behaupte mal, wenn jetzt auch noch Bremen sich hier gegen Bayern durchsetzt. Jetzt aber das 2-2. Dann wäre ein heißer Kandidat. Natürlich Jan Herrmann. Wer sonst? Er setzt sich jetzt auf Platz 1 der Scorerliste. Da ist er wieder. Also man hat lange gebraucht, bei Bayern einen auszumachen, der da raussteht. Man hat mit Jan Herrmann jetzt absolut einen Spieler gefunden. Viele großartige Talente dabei, aber Herrmann ist schon der, der hier richtig Gas gibt und auch als Torschütze glänzt. Macht großen Spaß, ihm zuzugucken. Jonas Kehl jetzt am Ball. Ball wieder auf Herrmann. Reden dazwischen. Durften ja wieder auffüllen nach dem 2-2. Wieder Gleichzeit hergestellt. Das Ergebnis statistisch hier geklärt, der Ball. Ins Aus. Acht Minuten vor Ende der Partie. Falsche Entscheidung für Werder Bremen. Teil der Halle nicht einverstanden. Ja, beklagt sich da vielleicht ein Tucken zu Recht. Er dachte, für mich gab es eben eine 2-Minuten-Strafe, für den Kollegen nicht. Aus München. Zurückgelegt. Freistoß für die Bayern. Der Wechsel. Der Ball an den Außenpfosten. Schuss von Tiano Schneider. Auch er Nationalspieler der U16. Gerade am Sonntag aus La Manga aus Spanien wiedergekommen. Vom Trainingslager der Nationalmannschaft. Nächster Abschlussversuch. 3-2 Bremen. Malik Mimicevic. Wer sonst will man sagen? Auch der dreht jetzt richtig auf. Der hat richtig Selbstvertrauen. Das ist ein wichtiges Ding, wenn Bremen hier weiterkommt. Ich glaube, da haben die wenigsten drauf gesetzt. Einheitliche Meinung. Bayern wirkt einfach zu stark, aber Bremen hält hier mehr als mit. Bayern bleibt ruhig. Mimicevic wieder. Foul, wenn schnell geht. Die Ball mit Überzahl hier drauf und es gibt Freistoß.
für die Bayern. Oh, guter Abschluss wieder von Benedikt Hollerbach. Aus der Drehung abgeschlossen, Ball an die Latte. Auch man merkt jetzt einfach, es sind die Schlussspiele. Die Stimmung in der Halle steigt. Wieder Freistoß für die Bayern. Dennis Weidner gefoult. Hollerbach die nächste Chance. Übers Tor. Etwas in Rückenlage geraten. Wieder Hollerbach. Neuer zählt zu den auffälligsten Akteuren. Bei den Bayern bekommt jetzt hier einen Freistoß gegen sich gepfiffen. Ballbesitz zu Werder Bremen. Viereinhalb Minuten. Für den SV Werder Bremen wäre es die zweite Finalteilnahme nach 2005. Dort gewann man auch den Cup. Der FC Bayern München bereits zweimal im Endspiel 2010 und 2014. 2010 gewann man den Pokal. Also beide jeweils mit einem Sieg. Es wäre der zweite. Interessant, alle Halbfinalisten haben das Turnier bereits schon mal gewonnen. Es gibt also definitiv keine Premiere heute. Und jetzt die ersten Anfeuerungsrufe hier in der Halle. Das hat ein bisschen was vom Weserstadion Ostkurve hier in der Kreissporthalle. Und dann unglücklich das 4:2 für den SV Werder Bremen. Unglücklich aus Sicht der Bayern. Massimo Klüver konnte da gar nichts für dieses Tor. Jetzt bin ich gespannt, was die Bayern machen. Nächste Möglichkeit aber. Da schmeißt sich Klüver eben noch vorne Torschütze. Jetzt rettet er wieder hinten in den Ball. Es ist noch genug Zeit hier für Bayern, das mindestens auf Unentschieden zu stellen. Sie sollten mal langsam Anschlusstreffer herstellen. Auf der Uhr. Riesenchance für Misevic. Der nächste Angriff der Bayern rollt an. Ball zurückgelegt, das ist Jonas Kehl. Auf Jan Herrmann. Abgelegt. Das Missverständnis. Jetzt geht es mit 2 gegen 1 auf den Torwart zu. Der Ball ist im Tor. 5:2. Werder Bremen! Das gibt's doch gar nicht. Da hätte keiner drauf gewettet, dass die Bayern hier ausscheiden. Die waren so stark, so stabil. Heute Morgen die einzige Ausnahme. Ansonsten bockstarker Auftritt der Münchner. Und jetzt auf einmal dreht hier Werder Bremen dermaßen auf. Die, die bisher sich nur über 9 Meter schießen, ins Halbfinale bringen konnten. Natürlich auch gegen starke Gegner mit guten Leistungen. Soll das nicht schmälern, aber Bayern war einfach gefühlt souveräner. Es könnte zu einem Traumfinale kommen zwischen Werder Bremen und dem Hamburger SV. Das wäre natürlich eine Paarung, ein echtes Nordderby hier als Endspiel.
Wir werden die Bayern nochmal wiedersehen im Spiel um Platz 3. Hier hat man sich auf eine verkürzte Spielzeit geeinigt. Nochmal der Abschlussversuch. Also dieser Flurry Cup ist und bleibt immer wieder verrückt und unberechenbar. Man kann nichts voraussagen, voraussehen. Lasse nochmal auf engem Raum, da gegen zwei Mann behauptet. Der Lupfer, Abpraller. Hat nochmal gehalten. Von Jakob Meyer im Tor der Münchner. 23 Sekunden auf der Uhr. Das wird nicht reichen, hier auf Unentschieden zu stellen. Das müssen drei Tore sein. Nochmal der Abschluss. Also, herzlichen Glückwunsch und Hut ab, SV Werder Bremen, zu einer bockstarken Leistung. 5:2 gegen Bayern München. Gleich geht es weiter mit Mainz gegen Hamburg. Einen riesengroßen Applaus für den SV Werder Bremen, präsentiert von